Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Axos und in diesem Video gibt's mal wieder die Dämmerung. Aktiv wäre episch, weil sie sind gut gepanzert, hochaggressiv und erscheinen in großer Anzahl. Dann Berserkerlakaien der Dunkelheit weichen nicht zurück, selbst wenn sie massiven Schaden erleiden. Frische Truppen, manche Feindeseinheiten haben Verstärkung bekommen. Luftgestützt, Spieler verursachen mehr Schaden, wenn sie sich in der Luft befinden. Und Katapult, die Granatenaufladegeschwindigkeit ist deutlich erhöht. Ich habe das wieder aus dem Livestream rausgeschnitten und da hätten wir den lieben Pure dabei. Jetzt muss ich selber kurz nachgucken. Und Zocker Koala, der uns hier mitbegleitet. Gut. Dann kleiner Tipp. Waffentechnisch empfehle ich einfach eine normale Primary, dann Scharfschützengewehr und als Schwere ein Gjallarhorn oder sonst ein Sleeper Simulant, irgendwas, was viel Schaden macht. Als Warlock haben wir die Möglichkeit, hier noch Engel des Lichts zu skillen. Wenn du in der Luft mit der Waffe zielst, schwebst du für einen kurzen Moment auf der Stelle. Das ermöglicht es uns, in der Luft mehr Schaden anzurichten, weil wir erhöhten Schaden in der Luft haben. Der Titan hätte da einen exotischen Helm, den er brauchen kann, mit dem er dann auch die Schwebemöglichkeit hat. Der Jäger besitzt leider so etwas nicht. Nur so als Denkanstoß, falls man so etwas haben sollte. So, boah. Schwierige Sprache. So, gut. Ich mache so, dass ich hier und da die wichtigen Stellen erkläre und ansonsten labern wir ganz gemütlich. Gut. Die Anfangsstelle sollte jeder kennen. Wir donnern hier nach vorne, aktivieren dann rechts bzw. links, je nachdem wo man reinkommt, mit dem Geist den Monitor und dann kann man hier vorne schon weitergehen, wo Pure gerade durchfährt. Tja, und die nächste Stelle erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Leider ist in dieser Woche die Dämmerung auch wieder so beschissen. So wie in letzter Woche schon. Keine Vorteile. Ich wünsche mir eigentlich sehr... Wow, shit! Ich werde gemobbt von Sparrows. So, also, die Stelle hier. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man kämpft hier lange und tötet alle Feinde. Oder die Möglichkeit, die ich besser finde, weil sie schneller geht, einfach durchrennen. Dann am besten hier kurz runterhüpfen. Und zwar an dieser Stelle. Jetzt spawnt da vorne. Spawnt der da. Und wenn der kaputt ist, das ist eben das Witzige. Wenn der kaputt ist, dann geht die Tür dahinter auf. Das bedeutet, wir können hier mit dem Scharfschützengewehr, wenn wir... jetzt... Scheiße. Wir können den mit dem Scharfschützengewehr töten. Wenn der kaputt ist, können wir durchrennen und das geht dann relativ fix. Bedeutet, wir müssen da nicht alle Feinde töten, sondern eben können da einfach hin, zack, gut ist und weiter. Und wenn das einem zu doof ist, kann man auch alle Feinde in diesem Gebiet töten. Man hat es gesehen, Respawn ist auf 4 Sekunden angesetzt hier, weil das noch als in Anführungszeichen Open World Zone gilt. Von daher, ja. Einfach wenn es so um puncto Geschwindigkeit geht, hat man eben diese Möglichkeit. Kleiner Trick dann übrigens noch, wenn ein Spieler durch ist und die anderen Spieler noch nicht durch sind, kann man vorne hin sich töten lassen, dann spawnt man neu mit seinem gesamten Einsatztrupp. Ich zeige das mal kurz. Ja. So. So, dann gleich ein Respawn. Zack, und die anderen zwei Spieler werden gleich mitgezogen und so ist gut. Ja, hier an der Stelle muss ich glaube ich nicht so wahnsinnig viel erklären. Das reicht schon. Hier kann man, wenn man möchte, ein bisschen die Distanz zu den... Entschuldigung, zu den Feinden suchen. Vergesst nicht, wenn ihr irgendeine Fusionsgranate geworfen habt oder sonst irgendetwas, dass ihr noch kurz aufspringt, um mehr Schaden zu machen. Also auch bei einer Rakete ist das Beispiel. Man ballert die, springt auf und dann macht man mehr Schaden, weil man eben mehr Schaden in der Luft macht. Ein kleiner Tipp. Ja, Pure hat's eilig. So, und dann
Merkt man schon. Ui. Dann kann man, wenn man das möchte, wenn man jetzt sagt, oh, die Dämmerung ist schwierig oder das Lichtlevel ist recht tief, hat man hier oben einen Stein. Oh Gott. Einen Stein, wo man hier hoch kann. Kann auch übrigens Steine auch auf die Fläche rüberspringen da. Und hier oben hat man dann sehr, sehr gute Deckung. Kann ohne Probleme die Feinde angreifen, wie man unschwer erkennen kann. Willi. Für alle die, die es ein bisschen schwieriger haben hier an der Stelle. So, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Die Distanz nutzen, wenn man Mühe hat hier. Gut, so, dann wenn die Wellen vorbei sind, müsste man jetzt nach vorne. Jetzt haben wir hier vorne natürlich nochmal einen Feind. Einen Boss sozusagen. Hier kann man übrigens drei der Münzen einsetzen, der zählt nämlich als Ultra. Außer es ist der Panzer dann nicht. Richtig, wenn es der Panzer ist, dann nicht. Ja, hier zum Licht. Ja, jetzt deaktiv, Dreckslicht. Dann empfiehlt es sich zurückzurennen, weil jetzt wird es wieder ein bisschen kritisch. Gut. Der Trick jetzt ist eigentlich einfach weiter hinten stehen. Und ihm dann so Schaden zu machen. Man hat hier eigentlich gut Möglichkeit, die Distanz zu suchen zu ihm. Man kann auch natürlich hier oben hinspringen, wenn man das möchte, wo Zocker jetzt gerade steht. Oder sogar dahin, wo Pure steht. Also man kann hier die Bergsteiger, die Bergsteigerausrüstung kann man hier anziehen und drumhopsen, wenn man das möchte. Als flugbehinderte Ente, dieser Warlock. Kannst einfach nicht damit umgehen. Weg ist der Gute. Dann mit dem Sparrow hier runter. Ganz wichtig, unbedingt Salto Mortale machen. Gut, dann die Strecke nach vorne fahren. Mehr muss man hier nicht machen. Hier gibt es auch noch eine kleine Abkürzung. Wenn man rechts rüber fährt, oder wie? Ja, hier direkt beim Baum, rechts lang. Und das ist, wenn ich vom Baum links und dann rechts rumgehe? Ja, dann ist es so. So. Jetzt habe ich ein bisschen den falschen Char ausgewählt, um den Safe Spot zu zeigen. Ui. Ja, ich werde wieder Sparrow geschubst. Also, in diesem Raum ganz easy eigentlich Feinde töten. Ja, kann hier auf der Platte oben stehen, da hat man eine recht gute Zone, wenn man sicher ist. Denkt daran auch im Nahkampf, bevor ihr... Boah! Diese scheiß Schildgeschubse. Ah, da ist er. Na gut. Ich zeige mal kurz die Save Points. Also... Wenn die zwei Feinde sterben, dann kommt der große böse Bube raus, ne? Also, wir haben hier auf dieser Seite haben wir eine Möglichkeit, hier oben reinzuspringen. Die ist eigentlich ganz nett. Man sieht es, kleinen Grafikfehler hat es. Von außen sieht es gut aus, von innen halt eben nicht. Wir haben da rechts und links eine Fläche, wo wir uns positionieren können. Und können da auch rausballern. Achtung, der Feind kann aber auch reinballern. Bedeutet also, ihr werdet hier drinnen teilweise auch getroffen. Und eben nur an verschiedenen Stellen könnt ihr da auch rausballern. Hier nicht, aber... Halt hier vorne.
Gut. Ein Safe Point, Safe Spot nenne ich ihn jetzt mal, ist, wenn ihr hier auf der anderen Seite, also links von der Tür, wo er rauskommt, ne? Kann man hier auf der Seite runterspringen und hat hier die Möglichkeit, so auf ihn drauf zu ballern, hier Granaten zu werfen oder zu schweben, wenn man jetzt den Warlock mit Schweben drin hat oder den Titan, und hier das gleiche. Das Rauskommen übrigens, einfach hier an die Wand springen, gut ist. Teilweise verändert er seine Position, dann steht er da hinten, hat man die Möglichkeit auch hier bei den Boxen runter zu jumpen und auch hier dann auf ihn Schaden zu machen. Das sind so die zwei Punkte, wo man sich ebenfalls noch verstecken könnte. Und dann das Nonplusultra, wäre etwas schwieriger für den Warlock zum Springen, ist hier an die Säule und dann hier oben hin. Das ist für den Jäger und für den Titan ganz einfach, weil die können sehr, sehr simpel in die Höhe springen. Der Warlock hingegen hat etwas mehr Probleme, was das betrifft. Man muss es halt etwas gekonnt machen, indem dass man mit der Vorwärtsgeschwindigkeit irgendwie gegen die Kante springt, um eben nach oben zu kommen. Aber als Warlock ist es halt schwieriger. Ich probiere es aber trotzdem kurz. Ich komme jedes Mal an der falschen Stelle an. Mein lieber Kabale, wenn du nicht bald stoppst, dann komme ich und klatsch dich. Flugbehinderte Ente. Es liegt nicht daran, es liegt daran, dass er einfach, er hat den am wenigsten hohen Sprung. Nein! Ja, du könntest ja noch höheren Sprung einstellen. Ja, ich muss kurz wechseln. Also der Jäger hat den besten Sprung. Und der Titan ist eigentlich auch super gut. Was das betrifft, so. Und oben. Also, hier haben wir dann die Möglichkeit, dass wir geduckt unter der Lampe sind, was aber noch besser ist, wir schleichen uns hier unten durch, hüpfen hier an die Kante, jetzt hängen wir etwas fest, ducken uns und kommen durch. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Guide gemacht habe dazu, falls ich das noch nicht gemacht habe, hoffe ich, dass ich das noch nachholen kann, dann werde ich einen Guide dazu machen, wo man dann sieht, wie man hier sauber hochspringen kann in den Safe Point rauf, wenn ich das noch nicht gemacht habe. Tja, und von hier habt ihr die Möglichkeit, eben entweder auf dieser brückenartigen Dings durchzulaufen. Oder, könnt ihr hochhüpfen, das ist etwas schwieriger natürlich. Und könnt dann so auf ihn draufballern. So als Möglichkeit. Passt eigentlich ganz gut. Jetzt bin ich der einzige Überlebende. Macht aber schnell viel Schaden. Wow! Das habe ich noch nie erlebt. Was war das jetzt? Da sieht man das eigentlich nochmal. Kann ich unten durchrutschen? Nein. Soll ich dich kurz holen, Pure? Ja, kannst du machen, wenn du willst. Okay, naja, man hat den Safepoint von oben gesehen. Ich springe mal runter. Also ich springe mit runter, sorry Zocker, jetzt habe ich es gerade. Naja, egal. Passt schon. Nehmen wir halt den. Gibt da mehrere Punkte hier. Wahllos Nervensäge. Och Gott, diese scheiß Granate, jetzt bring mich selber damit um. Oh mein Gott. Ich bin nicht ausgeschlafen. Pure ist nicht ausgeschlafen, wir wissen es alle, Leute. Jetzt ist es raus. Ich war jetzt um 4:30 im Bett. Okay. Nehmen das G-Horn rein. Danke. Ja. Wo
Aber ich zeige noch kurz den Punkt, wie man da drauf ballern kann, obwohl es sich jetzt gerade bewegt. Schade, aber man sieht, dass er stand da und wir hätten da die Möglichkeit gehabt, drauf zu ballern. Ich glaube, das reicht schon. Info. Whoa. Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn er, glaube ich, etwa 25% seiner Lebenspunkte hat, dann ist es so, dass er einfach frei auf der Karte hier in diesem Raum rumrennt und uns probiert anzugreifen. Also aggressiver als sonst. Oh, er ist fast tot. Okay. Tja, das ist eigentlich die Dämmerung. Nicht schwierig, 15 Minuten hatten wir, also passt ganz gut. Von daher waren wir doch recht schnell. Mal kurz gucken, was wir als Loot kriegen. Ja, ja, Sala, ist gut. Wir haben Valustark besiegt, wir wissen es schon zum x-tausendsten Mal. Scout-Gewehr. Ja, Loot. Zocker hat das Beste des vom Besten gekriegt. Ja, seltsame Münzen sind aber viel besser als das, was wir hier haben. Was brauche ich? Braucht er einen Reif? Schuhe mit 78, 74. Gleich wegtrauen. Egal, wir haben nicht mal eine Viertelstunde gebraucht, also man sieht, es geht doch recht schnell, wenn man weiß, wo man hinstehen muss. Die einen oder anderen, die jetzt ein tieferes Lichtlevel haben oder nicht ganz so gut ausgerüstet sind, die werden es auch noch schaffen in einer anständigen Zeit. Von daher passt das gut. Gut, dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst noch ein Like da auf dem Video, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.